Ja, erstmal Muckis zeigen hier. Na, quatsch mal mit Casey. Hi, Apu aus dem Supermarkt hat mir erzählt, hier wäre eine Stelle frei. Ah, du bist es. Ich bin Casey. Apu hat mir alles von dir, von deinen Eltern erzählt. Ich brauche jemanden, der meine Pizza ausliefert. Du hast Casey getroffen. Der war mal Seefahrer. Jetzt kann er dein Boss werden. Ich glaube, er ist gefährlich. Klingt gut. Ich mach's. Ja, und nochmal Muckis zeigen. Dafür, dass wir ein Hungerhaken sind. So, liefere Pizza. Frage nach der Pizza Speziale. Was gibt's Neues, Casey? All you need is Messer, Messer. Messer is all you need. Was für ein schöner Spruch. Frage nach der Pizza Speziale. Wir haben so viele Bestellungen. Lass uns später darüber reden. Okay. Liefere Pizza. Was bringt dir das? Jedes Mal, wenn du die Arbeit erledigt bekommst, 30 Doleros. Was verbraucht hoffentlich nicht so viel Energie. Okay, wir haben wieder ein paar Fähigkeiten verloren. Okay, wir machen mal, bis wir keine Energie mehr haben. Alright. So, unbedingt anmelden. Gut, dann gehen wir mal nach Hause. Ist ja gleich um die Ecke zum Glück. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das Ding vorher hier war. Miau, miau. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Ich bin auch hungrig. Der Koffer, wofür der wohl gut ist. Gucken wir mal. Was für ein eine merkwürdige Maschine. Ich versuche das mal zu verstehen. Der Koffer. Du hast einen merkwürdigen Koffer gefunden. Wie ist der überhaupt hierher gekommen? So, okay. Ich kann nichts drücken. Nö, ich verstehe das überhaupt nicht. Seiner Geschichte was? Ah, das ist ein eigener. Ach, das ist hier von, The Dark Fist, glaube ich, irgendwas. Naja, gut, vielleicht kriegen wir die Erklärung ja irgendwann. Ich würde erstmal kurz ein Fleisch mir reinhauen. Dann schlafen gehen. Bis wir voll Energy sind. Dann würde ich, wenn wir aufgestanden sind, mir nochmal zwei Fleisch reinhauen und dann gehen wir mal trainieren nochmal. Fast perfekt passen, dass wir voll Energie sind. Oh, knapp. So, zwei Fleisch. Da sind wir voll Energy. Dann gehen wir mal zu Fuß. Ach, Quatsch. Dahin wollte ich. Und dann gehen wir nochmal für 10 Doleros trainieren. Ey, Kumpel, kannst du mir helfen? Na klar. Okay. Puh. Ein paar mehr Gewichte drauf als wir. Los, zieh! Ich kann nicht mehr. Oh, cool. Danke. Ich hab dich trainieren gesehen. Ich hab dich trainieren gesehen? Ja, gelegentlich bin ich wirklich ganz gut. Dann sollte dich das hier interessieren. Das ist ein Ort jenseits des Flusses in einem Lagerhaus. Weißt du irgendwas über inoffizielle Ultimate Fights? Ich fighte ständig ultimativ. Wenn du mir ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du dort mal vorbeigehen. Oder dort hingehen. Ultimate Fights. Du musst einfach mehr darüber erfahren. Ich finde, es klingt zu gefährlich. Aber pass auf, bei diesen Kämpfen kannst du ziemlich schwer verletzen. Kannst du dich ziemlich schwer verletzen. Ja, gut, das machen wir dann irgendwann. Erstmal trainieren wir wieder ein bisschen, würde ich sagen. Halt. Na gut, wir pumpen erstmal Stärke so, dass wir ein, zwei Tage überleben würden. Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Boxbirne. Oder die beiden Stats hier hochkriegen. Ach ne, Boxbirne ist ja nur geschickt. Nächster Kampf morgen. So, wir sind auch noch Stufe 2 in der Ausdauer. Das werden wir gleich mal wieder. Da keine Probleme mehr haben die nächsten Tage. So, dann haben wir das. Ich würde tatsächlich eher gerne auf Geschicklichkeit jetzt gehen.
Weil wir so ein Hungerhaken sind, müssen wir das hier auf jeden Fall auch auf 3 hochkriegen. Und dann eventuell noch auf 4 und so weiter. Ziel ist ja eigentlich 5. Mal gucken, wie lange wir trainieren können an dem Ding hier. Bis es nicht mehr effektiv wird jetzt. Ja, das ist wie gesagt scheiße hier, das Teil. So, machen wir hier mal ein bisschen was. Da kriegen wir überall was dazu. Das ist eigentlich das Beste, um die ganzen Sets wieder hochzupowern. Das Teil hier. Okay, dann versuchen wir den hier mal auf 4 zu kriegen, die Ausdauer. Sollten wir hoffentlich noch hinkriegen. Tag 8 ist aber auch gleich rum. Heißt, die Werte werden gleich wieder nach unten gehen. Aber Stufe 4 erreichen wir auf jeden Fall. So, sehr schön. Tag 9. Richtig gut trainiert heute. Ja. Okay, dann trainieren wir mal noch so ein paar Minuten, bis wir hungrig sind. Dann würde ich mir noch Fleisch zu Hause reinpfeffern. Okay. So, dann gehen wir nach Hause. Wir werden noch mal kurz was essen. Zu der Halle werden wir danach gehen. Oh Gott, das ist doch verrückt. Ich versuche es auszustellen. Zeigt auf den Supermarkt. Nein, ich will da nicht hin. Oh Gott, Alter. Apu, was ist hier passiert? Oh Gott, was war denn hier los? Weißt du, ich war nur 5 Minuten nicht hier. Nicht schon werde ich von verdammten Räubern in Tiermasken ausgeraubt. Wow, das ist schlimm. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um deinen Laden zu schützen. Das Merkwürdigste ist, dass sie meinen ganzen Katzenfutter geklaut und bei ein paar schleimige Fußabdrücke zurückgelassen haben. Ja, das ist wirklich komisch. Lass uns das hier in Ordnung bringen. Team ist hier beim Aufräumen. Na, ich knall mir nochmal. Ach Quatsch, nicht knallen, aber ich guck mir noch eine Pizza. So, dann laufen wir noch mal kurz nach Hause. Och Mann, Alter, man kommt überhaupt nicht dazu zum Essen. Gut, dann gehen wir erst ans Telefon. Hallo? Ey Junge, ich hoffe du versuchst nicht alles auf einmal zu bekommen. Du meinst, ich soll dich alles auf einmal trainieren? Du kannst es ja versuchen, aber da sind noch Arbeit, Essen, Schlafen. Ich verstehe schon, Frank. Ich muss mich einer Sache spezialisieren, richtig? Du bist ein kluger Junge. Mach weiter so, du Sportskanone. Sportsfreund. Sportsfreund. So, 2 Fleisch. Und dann auf in den Kampf. Gegen Hexor Lamacho. Sehr schön. Der hat ein paar mehr Fähigkeiten. So, wir kicken mal. 3-3, 88, 4-3, 57. Okay, wir bleiben auf der Fäuste. Eigentlich müssten wir besser sein als der. Also allein schon von den Stats und so weiter. Digga, kannst du mal zuhauen, bitte? Toll. Machen wir hier gleich für 4-fache Geschwindigkeit. Wie gesagt, die Kämpfe sind jetzt am Anfang. Dauern sehr, sehr lange, muss ich sagen. So, Energie. Okay, da müssen wir langsam aufpassen. Er regeneriert auf jeden Fall besser als hier. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass Blocken weniger Energie verbrauchen. Ich glaube, der Kampf könnte sehr eng werden, wenn wir nicht bald mal ein bisschen häufiger treffen. Aber jetzt werden wir vielleicht erstmal auf dem Boden liegen. Ah, okay, 34 hat er noch. Weil wir verbrauchen halt immer, ob wir das ausweichen oder schlagen, wir verbrauchen immer Energie. Also an Runden, oh Gott, Alter, fast gar nichts regeneriert. Oh, nur einmal getroffen. Okay, wieder 8 verloren. Ja, aber wir schaffen es trotzdem. Komm, hau ihn K.O. Ach, jetzt hau ihn doch K.O. Kacke. Oha, ah ja,
Also, Energie müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Also 60 Zufriedenheit, 5 Talentpunkte und 40 Gesundheit verloren. Liga-Punkte 43. Dann kommen wir, melden uns gleich für den nächsten Kampf an. Und Blocken verbraucht halt sehr wenig Ausdauer. So, wir können ja mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, was weniger Energie verbraucht. 6-6. Ein schwächender Treffer, der ziemlich Schaden verursacht und zugleich Ausdauer und Geschick deines Gegners verletzt. Oha. 3-5. Nicht schlecht. Ja, immer. Und Angriff überspringen. Ah ja, hier. Erhöht die Chance, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Das sollten wir auf jeden Fall mal machen, solange wir hier noch nicht so eine hohe Energie-Regeneration haben. Okay, da würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen arbeiten noch. Und nochmal ein bisschen Geld verdienen. Zwei machen. Na, wir schaffen so einmal wahrscheinlich. Wenn wir gleich keine Energie mehr haben. So, in zwei Tagen. Dann knallen wir uns auf die Couch. So, Zufriedenheit und Gesundheit geht hoch. Aber Gesundheit werden wir gleich auch wieder hochpowern können, wenn wir unser Fleisch essen. So, das sollte jetzt reichen. So, einmal Fleisch. Und dann werden wir tatsächlich wieder nach unten gehen. Zu der Halle. Hi, ich hörte, du organisierst Ultimate Fights, stimmt das? Du siehst nicht aus wie ein Polizist. Also ja. Jetzt kannst du in der Ultimate Liga kämpfen oder in der Ultimate League kämpfen. Ich mache mir schon ein paar Sorgen. Dann bin ich dabei. Okay, aber wir kämpfen nicht jeden Tag. Und unsere Kämpfe sind richtig gefährlich. Du kämpfst zum ersten Mal in der Ultimate League. Ich bin so aufgeregt. Kämpfe. Wann haben wir unseren nächsten Hauptkampf? In zwei Tagen. So. Okay, zufällige Gegner. Ausdauerkämpfe. Gewinne zwei am Stück. Hardcore-Kämpfe. Starke Gegner. 3-3-3. Okay. Hör mal. Hätte ich nicht mein Gesicht verbrannt, wäre ich jetzt wie du. Können wir denn jetzt kämpfen? Fred Gentle. Gently. Gott, Alter. Ich glaube, der wird uns aufs Maul hauen. Oha, Ausdauer geht richtig runter. Das ist natürlich perfekt für mich. Weil dann können wir ihn vielleicht irgendwann mal auf die Bretter schicken. Wobei er eigentlich besser ist. Ich dachte, mein Vorteil müsste es sein, dass er halt, genau, jetzt keine Energie mehr hat irgendwann. Damit könnte ich eventuell besiegen. Boah, Alter, spielt für den K.O. Treten jetzt an. Ich glaube, das schaffen wir, oder? Komm, auf die Bretter! Ah, hau ihn doch auf die Bretter nochmal! Jetzt komm, komm, komm! Hör auf, dich zu erholen! Also, Digga, Junge! Sehr gut, das mit den Dritten lohnt sich ja richtig. Also 70 Zufriedenheit, 40 Dollar, 2 Talentpunkte und na gut, okay, 40. Sehr schön. Oh Gott, das ist der Typ mit dem roten Auge. Der unseren Vater erschossen hat. Wer ist der Mann mit dem roten Auge? Ich habe das Gefühl, ihm schon einmal begegnet zu sein. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich das gleiche Gefühl. Jeder nennt ihn den Mann in Schwarz oder das rote Auge. Er richtet auf seiner Insel einen Wettkampf für die besten Kämpfer aus. Gelegentlich kommt er her, um sich die neuen Kämpfer anzuschauen, aber er lädt nur die Meister ein. Da muss ich halt Meister werden. Der erste blutige Kampf geschafft. Bereit für die Herausforderung. Du musst dich in der Ultimate League beweisen. Erreiche die gelbe Zone. Das dauert bestimmt ein Weilchen. Das denke ich
So, und Angriff überspringen. Wobei ich eigentlich ganz zufrieden bin mit dem, was wir jetzt hier haben. Hohschlag, Kinnhaken. 6, 7. Anforderung. 3, 1, 2. Das haben wir. Also die Anforderung haben wir. Sehr stark, benötigt nicht viel Geschick. Ich würde dann eher auf Geschick gehen, ne? Hier. Stärker als ein einfacher Schlag, verbraucht aber auch mehr Energy. 6-6. Stärker als ein normaler Tritt, aber höhere Energieverbrauch. 6-5. Der schaltet aber aktive Talente frei. Oh, den Vortritt. Dann haben wir aktive Talente, dann können wir uns nämlich ein drittes Talent dazu holen. So, Stadtkarte. Wir werden mal einkaufen gehen. Bisschen Fleisch. Heute habe ich keine Bösewichte im Angebot. Danke. Drei Fleisch noch. Und dann würde ich sagen. Komm, wir haben Essen ganz gut, Energie ist sowieso voll. Dann gehen wir trainieren. Ja, 10 Doleros. Und wir gehen erstmal die Popische Bürne. Wir machen erstmal hier alles, damit wir hier alles wieder hochpowern. So, 3, 3, 4. Machen wir erstmal von allem so ein bisschen, dass wir zumindest die Grundwerte wieder drin haben. So, dann gehen wir hier nochmal die Boxbirne. Das Laufband gehen wir auch gleich nochmal. Ja, wie gesagt, eigentlich will ich eher auf Geschick gehen. So, dann nochmal kurz aufs Laufband, damit wir hier die 4 wieder haben. Weil jetzt verbrauchen wir pro Tag halt doch relativ viel schon. So, dann gehen wir nochmal in die Box Birne. Ja, man muss halt viel trainieren. Sehr viel. Da rum. Dann knallen wir uns hier nochmal drauf. So, und jetzt bin ich hier Stufe 4. Komm. Bevor wir wieder hier an Hunger leiden. Jetzt ist Stufe 4. Okay, jetzt sind wir schon wieder effektiv. Wir haben allerdings auch kaum noch Energiereserven. Gleich an Hunger hier beenden. Naja, gut, schade. Achso. Dann gehen wir mal nach Hause. Wir werden uns zwei Schnitzel reinhauen. Und werden nochmal schön ordentlich trainieren gehen. Da können wir mal im Bus hinfahren. Da brauchen wir keine Zeit. So, nächster Kampf heute. Okay. Das Geld will ich mir noch ganz kurz holen. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich in den Kampf gehen. Obwohl, wir gehen erstmal pendeln. Nee, das ist nicht pennen. Das ist pennen. Ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man voll Energie in den Kampf geht oder mit wenig Energie. Keine Ahnung, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Jedenfalls würde ich nicht so lange pennen. So, noch einen Schnitzel reinhauen. Und dann. Roy Jackson. Ja, wir machen natürlich wieder Ausweichen und den tiefen Tritt. Der hat mir sehr gut gefallen. 5, 6, 3, 4. Gut, hier haben wir noch nichts. 3, 3. Ne, also der Tritt ist schon am besten. So, was? Demoralisieren. Der von einem Gegner verursachte Schaden wird um 20% reduziert. Auch er hat den tiefen Tritt, das ist gemein. Ein Cross. Block. Er hat auf jeden Fall ordentliche Fähigkeiten, aber er wird sehr schnell Energie verbrauchen. Also er macht sehr viel Schaden. Allerdings, wie ihr seht, seine Energie ist schon fast unten. Also das könnte jetzt mein Vorteil sein.
dass er sehr schnell Energie los sein wird. Wir werden es trotzdem nicht schaffen, glaube ich. Oh ja, wir werden verlieren. Ein Schlag noch und wir sind kaputt. Lass. Dazu waren wir noch zu schlecht. Schade. Na gut, ne? Wissen wir mal, was das bedeutet. Training, Training, Training. Müssen auf jeden Fall besser werden. Wir müssen wahrscheinlich mal hier auf Stufe 5 irgendwas hochpushen. So, Tag 12 gleich auch. Achso, ich melde mich erstmal wieder an. Stopp. Dann trainieren wir noch ein bisschen stärker. Vielleicht sollten wir das auch mal versuchen, auf 4 hochzubekommen. Dass wir überall die 4 haben. Ich glaube, das könnte nicht verkehrt sein. So. Ach, sehr gut. War auch gerade in der Fick. Überall die 4. Beziehungsweise jetzt erstmal wieder überall die 4. So, dann drücken wir hier noch ein bisschen dran. Dann haben wir erstmal so eine Grundbasis an allen Sachen. Aber ich würde ganz gern tatsächlich noch irgendwas auf 5 pushen. Ah ja, okay, das bringt nicht wirklich was. Das ist dann schon wieder eher auf Geschick. Ah, ich weiß aber nicht, ob wir Geschick auf 5 kriegen. Achso, wir könnten Ultimate Fights machen. Naja. Machen wir hier weiter, Digga. Ah, wir könnten es gerade so packen. Tagesende. Aber Stufe 5. Je fitter, jetzt bist du fitter als je zuvor. Du siehst sogar besser aus. Danke. So, jetzt wird es aber gleich Tagesumschwung geben und dann sind wir hier nur noch eine 4. Ach, ist das ärgerlich. Heute habe ich keine böse Wiki im Angebot. Ja, 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 wissen wir noch. So, dann gehen wir nach Hause. Oh, schon wieder das Telefon, dieser Wahnsinn. Hallo? Ey, Junge, hast du deine Garage schon mit Sportgeräten vollgestellt? Ich glaube, das würde einiges an Zeit und Geld sparen. Na klar, pass nur auf, dass du dieses Geld nicht mit dir herumträgst. Da draußen gibt es eine Menge zwielichtiger Typen. Keine Sorge, Frank. Die mache Bekanntschaft mit meinem Faust. So. Jetzt können wir uns also auch Sportgeräte kaufen. Sportgeschäft. Ich kaufe hier neue Trainingsgeräte für deine Garage. Wann ist der nächste Kampf? Morgen. Ah ja. Ich hatte überlegt, ob ich jetzt vielleicht noch ein Ultimate Fight mache. Aber ich glaube, dann werde ich doch nochmal aus. Hier kommen wir $1. Dann fahren wir noch mal ein paar Beatsies rum. So. Davon können wir uns dann hoffentlich noch mal ein wenig was zu essen leisten. Schlafen müssen wir dann auch noch mal. Okay, kann ich bei dir eigentlich auch was zu essen kaufen? Ah, gib mal. Naja, Jutta bringt mir nicht so viel. Ja, ist okay. So, dann erstmal pennen gehen. Dass wir ja voll Energy sind. Anschließend dann unseren Magen füllen.
hin. Könnten wir zum Beispiel danach schon mal machen, dass die Geschicklichkeit nicht mehr unter 4 sinken kann. Für das brauchen wir hoher Schlag und für das Kinnhaken. Ach, da habe ich natürlich genau das Falsche auch jetzt gemacht. Obwohl der tiefe Tritt ist halt überwichtig. Das passt schon. Okay, so, haben wir was im Kühlschrank? Nope. Dann werden wir trotzdem erstmal kämpfen. Hector Lamacho, den sollten wir wieder kaputt hauen. Den kennen wir ja schon. Das schaffen wir auch mit unseren mickrigen Werten von 3, 4, 4, die wir jetzt noch haben. So, auf jeden Fall Schaden erleiden wir fast gar nicht mehr. So, komm, hau ihn kaputt. Schaffen wir es in 3 Runden? Ich hoffe es. Ja, noch 3 Runden können wir schaffen. Schaden haben wir fast gar nicht genommen, das ist sehr gut. Ah gut, wir haben keine Energie mehr. Aber hat gerade so gepasst, sehr gut. So, 60, 4, 10. Hey, du da, Rosa. Ich bin Roy, der Kampf war klasse, wirklich. Richtig klasse, Rosa. Weißt du, was groß gewinnen ist? Ich habe gerade groß an deinem Kampf gewonnen, Rosa. Und ich will dir danken. Lass uns einen trinken gehen. Ich lade dich ein. Ich sollte nach dem Kampf wirklich Dampf ablassen. Warum nicht? Roy ist ein netter Kerl. Ihr könntet wirklich Freunde werden.